Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 2 von Astroneers. Und ja, schauen wir mal rein. Aufnahme läuft und wir sind am Ofen und wollen jetzt gucken, dass wir hier die nächste Aufgabe machen. Drucke einen kleinen Generator aus deinem Rucksack und das machen wir gleich nach dem Intro. So, dann wollen wir mal gucken. Wir müssen jetzt hier was wegnehmen. Warte, kriegen das gar nicht da weg. Ah, jetzt habe ich es wohl. Hoffe ich, dass ich es habe. Drucke einen kleinen Generator. Gegenstand drucken. Was haben wir jetzt hier? Gegenstand drucken. Ich möchte jetzt auswählen, was ich drucken kann. Geht das auch? Einen kleinen Generator aus deinem Rucksack. So, dann muss ich vielleicht dieses Ammonium auch noch machen, ne? Macht er jetzt schon was? Zum Umwandeln natürlich Ressourcen in Weltraumressourcen zieht im aktiven Zustand Eis 5 ES Energie. Okay. Ne, der macht da nichts mit. Ich weiß nicht, was ich da machen muss. Kleiner Generator. Ah, jetzt ist es da. Produktion. Okay, läuft wohl. Der wird wohl das alles, das, was er braucht, nehmen, ne? Jetzt habe ich einen kleinen Generator hier. Ich schließe den kleinen Generator an der Schmelzofen an, um seine Leistung zu verbessern. Okay. Machen dahin. Den Rucksack mal zu. Muss ich wohl den Kabelstrang da dran machen? Sammle organische Ressourcen aus der Flora in der Umgebung, um die kleinen Generator zu betanken. So, das heißt, ich muss jetzt hier sowas mal nehmen. Ich hoffe, das war schon. Okay, wäre schön, wenn ich jetzt nur die Ressourcen nehme und nicht auch noch die anderen Sachen. Ja, den Boden nicht gleich. Organische Ressourcen habe ich wohl jetzt genug erstmal. Gehen wir zum Generator mit Cursor auswählen. Organische Ressourcen, ja, müssen wir das mal wegmachen und so machen. Ah, und jetzt läuft der Generator, okay. Drucke mit dem kleinen Drucker eine Feststoffschubdüse. Jetzt brauche ich den kleinen Drucker wieder. Jetzt brauche ich den dahin, oder was? Ja, ich sehe schon, den kann man irgendwie anschließen. Okay, dann ist das schon mal getan. Ich drucke mit dem kleinen Drucker eine feste Schubdüse. Rucksack weg. Ammonium habe ich und Aluminium habe ich auch, oder? Ah, gehen wir mal ein bisschen zur Seite. Macht er schon was? F untersuchen, suche das Steuermodul aus. Ja, machen wir das doch, oder? Zack. Jetzt druckt er. Nee, wie kriege ich das Fenster weg? So. Und dann wieder gedruckt. Ja, sehr schön, oder? Verpackte Gegenstände, lager die verpackten Stoffe in deinem Rucksack. Habe ich? Kehre mit der Feststoffschubdüse zum Shuttle-Plattform zurück. Ja, aber ich glaube, ich nehme den hier noch mit. Und den brauche ich vielleicht auch noch. Der Generator kann hier laufen bleiben, weil der ist ja mit der Leitung drin verbunden. Ne? Und jetzt sehen wir hier die Löcher, die ich schon gebuddelt habe. Ne? Das ist voll nervig. So, dann gehen wir mal da hinten hin. Weil wir da wohl herkommen. Schauen wir mal, ne?
Hier haben wir uns ja schon eine Leitung gebaut, dass wir Sauerstoff haben. Ja, hier könnte man unterwegs noch was einsammeln, aber ist jetzt nicht die Aufgabe, ne? Zur Shuttle-Plattform zurückkehren. Ja. Okay, da bin ich schon mal rüber gesprungen, sehr schön. Rucksack öffnen. Verpacke Feststoffflüge mit Cursor auswählen. Rucksack schließen. Ja, da platzieren. Verpackte Gegenstände mit Cursor auswählen. Jetzt nochmal betreten. Packe die Feststoffschubdüse aus. Habe ich schon gemacht. Also nicht, dass das Tutorial nachher falsch läuft. Ne? Verpackter Gegenstand mit Cursor auswählen. Habe ich das jetzt nicht da dran gemacht? Doch, ne? Ne, habe ich wohl nicht gemacht. Packe die Feststoffdüse aus. Ja, sollte ich machen. Will ich auch gerade machen, aber klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da unten hängt sie irgendwie noch. Halten, auspacken. Aha. Okay, jetzt ist er dran. Starte das kleine Shuttle. Verlassen, in den Orbit schießen, zum anderen Planeten schießen. In den Orbit schießen. Oh, er fliegt schon. Wollten wir das schon? Okay. Das war das Tutorial wohl, ne? Haben wir wohl geschafft, oder? Okay, so sieht's aus. Keine Ahnung. Das war jetzt ein kurzes zweites Intermezzo. Schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video oder gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.